Herzlich willkommen zu unserem letzten Andacht über die Beatles im Oktober. Vor 50 Jahren trennten sich die Beatles. Grund genug, noch einmal in ihre Lieder zu horchen. Die können todtraurige Geschichten mit wenigen Strichen herzerwärmend erzählen. Da ist zum Beispiel Eleanor Rigby, die etwas Reis aufhebt und nach Hause nimmt, Reis, der bei einer Hochzeit vor der Kirche geworfen wird. Sie lebt in einem Traum und wartet am Fenster wie eingefroren. Ach, all die einsamen Menschen, wo kommen sie alle her? Und da ist Father Mackenzie writing the words of sermon that no one will hear. Der Pfarrer, der an seiner Predigt schreibt, die keiner hören wird. All the lonely people, where do they come from? Dann stirbt Eleanor Rigby, in der Kirche wird sie beigesetzt. Keiner kommt, Father Mackenzie wischt den Schmutz von der Hand, als er sich vom Grab wendet. Keiner wurde gerettet. All the lonely people. Das wird so mitfühlend erzählt und gesungen, in all dem Traurigen fast wieder Tröstliches liegt, in dem ungeschminkt gesagt wird, was ist. Da sind die vielen einsamen Menschen, von denen auch ich vielleicht einer bin. Und dann deutet sich ein Weg aus der Einsamkeit an, indem man das mitsingt und so in eine neue Schwingung kommt. Erstarrtes kommt ins Fließen. Da ist zum Beispiel das andere Lied, Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Paul McCartney hatte es ursprünglich für den 5-jährigen Julian komponiert. Julian ist der Sohn von John Lennon. Der hatte sich gerade von seiner ersten Frau Cynthia, Julians Mutter, getrennt. Hey Junge, mach's nicht schlecht. Komm nicht unter die Räder. Nimm ein trauriges Lied und mach's besser. Nimm's dir zu Herzen. Dann kannst du beginnen, es besser zu machen. Wenn du den Schmerz fühlst, dann pass auf, lad dir nicht die ganze Welt auf die Schultern. Es ist idiotisch, einen auf cool zu machen, indem man seine Welt noch etwas kälter macht. Du wartest auf jemanden, der es macht und weißt nicht, dass du selber es bist. Die Bewegung, die du brauchst, ist auf deiner Schulter. The movement you need is on your shoulder. Und dann setzt er auf über 8 Minuten langen Aufnahme ein ganzer Chor ein. So, als ob da ganz viele sind, die dem traurigen Jungen den Rücken stärken. Ich glaube, die Beatles finden in manchen ihrer Lieder einen geradezu seelsorgerlichen Ton. Ihr Erfolg liegt auch darin, dass sie die Hörer mit ihren Liedern emotional abholen und herauslocken. Auch in traurigen Momenten schläft ein Lied. Wer den Ton trifft, kann Blockaden öffnen. Bleiben Sie behütet. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.